Also Lebenserfahrung. Die macht ja jeder, nicht jeder wendet sie dann auch an. Bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, ich würde alles wieder so machen, wie es war. Denn wenn es falsch war, habe ich daraus die Lehre gezogen, wie ich mich in Zukunft zu verhalten habe, was ich zu vermeiden habe. Ich habe ja hier auch in meiner Polizeizeit nicht ein einziges Mal einen Knüppel gebraucht. Weil ich mir heute noch sage, ich bin nie in einer Situation gewesen, wo das rechtlich erlaubt gewesen wäre. Einem hinterherrennen, um dem noch einen Schlag zu versetzen. Das ist doch Blödsinn. Wenn einer wegrennt, ist ja gut, das sollte er ja. Und diese These zu vertreten, 1900, wann war das? 67, das war zu früh. Dann hast du Ärger mit deinem Chef. Und 30 Jahre später ist das Allgemeingebrauch. Da heißt es Deeskalation. Am 21.10.1967 fand statt am Kurfürstendamm eine Demonstration der Studenten, geleitet von einem Oberwachtmeister. Und von dort hielt er eine Rede in einem Polizeikommandowagen. Über die Lautsprecher blendete er einige Tanzmusik ein, die er dann sofort abbrach, weil man im Sitzen schlecht tanzen kann. Zwischendurch hat er auch noch Sportnachrichten durchgegeben und bedauert, dass Lotto- und Toto-Ergebnisse noch nicht vorliegen. Ich zitiere: Nach meinen mehrfachen Bitten an Sie, diesen Kreuzungsbereich zu räumen, leider ohne Erfolg, darf ich Ihnen jetzt unsere Wasserspiele ankündigen. Die Wassertemperatur beträgt ungefähr 8 Grad. Bitte halten Sie Handtücher und Bademäntel bereit. Wer andere glücklich macht, ist selbst auch glücklich. Sehr zufrieden, wenn ich also überlege, ich bin jetzt das zweite Mal in den Bewohnerbeirat gewählt worden. Also, es gibt einen doch Gefühl der Genugtuung, dass anerkannt wird, dass man für die Leute da ist. Wenn ich also hier sehe, die Menschen, mit denen du gestern noch einigermaßen vernünftig reden kannst, nach ein paar Tagen die Folgen ihrer Demenzkrankheit zu sehen sind, das macht mich betroffen. Naja, der schlimmste Fall des Einsamstfühlens ist natürlich der, wo man seinen Partner verliert. Wenn man also über 77 Jahre zusammen war. In der ersten Zeit sitzt man dann vor dem Bild und erzählt dem Verstorbenen was. Aber das lässt nachher auch nach, weil man ja doch sagt, kommt ja nicht mehr an. Ich möchte die Zeit jetzt betrachten als die schönste, die ich erlebt habe, abgesehen davon, dass ich alleine bin. Denn wer kann sich erlauben, in den Tag hineinzuleben? Also was kann mir besser passieren? Alles wird abgenommen, ich werde versorgt, hier wird sauber gemacht. Wenn mir was fehlt, muss ich sagen, dann bringen meine Kinder das mit. Also es ist, kann sagen, die schönste Zeit. Und das stellt einen zufrieden.